Freigeschaltet. Krieg ich das ja so schlecht mitgeteilt? Nö. Doch, Vegito haben wir freigeschaltet. Cool. Was hat denn der für Fähigkeiten? Klingt nicht schlecht. Super Saiyajin mit Super Kamehameha. Der ist auch ziemlich ausgeglichen. Zack, noch ein Tritt. Die Attacke geht auch schon mal ab. Ja, auf einmal machen wir den Schaden. Und noch her und tschüss. Och, Lehn. Na komm, Frieza, nee. Eben da reingucken, was wir hier haben. Können wir hier rein? Tatsächlich. Ja? Ja? Ja! Ja! Klar, nehmen wir mal Krillin mit. Anscheinend. Was hat Son Gohan? Wow, KI. Nee, danke. Seele aktiviert, geil. Ah, ich glaube, ich lasse Krillin mal um. Nippel. Und dann wird er mir auf den Kick ziehen. Guck mal, was das. So. Wieso konnte er es jetzt abbrechen? Okay, er hat das Target geändert. Könntest du auf Krillin gehen? Danke. Ich will wissen, was passiert. Ich kann dich auch so verkloppen. Ja, er geht endlich auf ihn. Er hat noch was besiegt. So. Oh, wir kriegen sogar Unterstützung. Son Goku. Und er verwandelt sich auch noch. Oh. Wieso das denn? Das ist doch voll anders. Hat er nicht erst. Warum verwandelt er sich jetzt hinterher? Was ist hier los? Find ich auch. Ich will doch nicht hier der Einzige, der nicht verwandelt. Oh, alles verzögert hier oder so. Prost Mahlzeit. Wieso? Wow. Worauf warten wir eigentlich jetzt hier? Ich kann ihn schon wieder nicht umbringen. Volle Kraft jetzt.
Ja, das habe ich früher gerne gemacht, da hat man immer noch so einen Lebensbalken zugekriegt. Noch ein Unterstützer. Warum? Was macht Vegeta hier? Nein. Und? Der will schon wieder... Machst du das gerade mit Absicht, dass du nicht krepieren willst? Geht doch. Was kommt denn jetzt noch? Der kann sich nicht weiter verwandeln. Für die Erde? Habe ich was verpasst? Anscheinend. Ja, frage ich mich auch gerade, warum du dich verwandelst und irgendwas von Rache an der Erde erzählst. Ultimativer Finisher, Booyah. Und nichts gekriegt. Nur Aran? Warum das denn? Ich habe so viele Leute hier umgesäbelt, umgenietet und alles, was weiß ich. Naja. Piccolo, wir hatten doch schon das Vergnügen. Wie weit ist denn eigentlich Yamshu? Ach, geht ja. Besiege Cell, okay. Sollte kein Problem sein. Aber Vegeto war jetzt auch nicht so überragend, besonders wie ich mir das vorgestellt habe. Gucken, was diese Attacke kann. Ja, Saiyajin, das ist richtig gehört. Ach nee, da ist die Attacke. Das ist Wolfsein, cool. Als normale Attacke sieht die im Moment besser aus als Meteor Crush. Oh. Hä? Hör doch auf auszuweichen, was soll das denn? Jetzt nicht schon wieder hinter mir. Ich wollte gerade sagen, weigert er sich schon wieder. Der steht auf. Und volle Kraft. Oder perfekter Cell, ich weiß nicht. Volle Kraft. Nein. Oh, muss das schon wieder meine Energie. Ey, ich bin doch gerade erst angekommen. Der hat auch diesen Powerschutz schon wieder. Haha, was? Aua. Du Schweinebacke, ey. Haha. Ha. Oh, diesmal nicht zu Ende. Wer kommt denn?
Es kommt jetzt nach voller Kraft. Warum tickt er jetzt aus? Mal ist die Attacke länger, mal nicht. Verstehe ich nicht. Egal. Komm her jetzt. Danke für das Cover. Aber, ja. Bin noch gerade daran. Zieh Leine. Boah, dieses automatische Blockschild. Geht mir auf den Sack. Aua. Zieh Leine, habe ich gesagt. Geschafft. Ups, da ist Zell wieder runtergefallen. Ich hab hier nur. Plötzlich. Fähigkeit, Energiebarriere. Bringt mir auch nichts, weil es keine Attacke ist. Also keine super Attacke oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, was wir von dem als letzte Attacke kriegen. Son Gohan und Son Goku. Die war auch nur scheiße. Ach komm, machen wir das erstmal. Vielleicht ist das ja eine ultimative Attacke oder sowas. Ach nee, warte, ich will die ja nicht haben. Kann ich mal ultimative Gohan. Ist ein bisschen wenig Schaden, was ich mache. Potenzial freisetzen. Höllenansturm, maximale Ladung. Gut, testen wir doch mal. Wird geblockt, natürlich. Ohne Blockmitte. Irgendwo der Feuer nehmen. Ah, sie kommt sogar nach vorne. Komm doch her. First Wing, Kamehameha. Ausrüstung. Brauche ich nicht. Jetzt steht hier auf. Und zieht Leine. Toll. Durch das Portal und hinterher. Du dai, du dai. Oh, wen kriegen wir als Verstärkung? Piccolo. Nö, geben wir auch nicht. Geist ist sie. Aha. Oh, und
Kamehameha. Der macht auch nicht so viel Schaden. Ich dachte, wir müssen in den Nahkampf. Ah ja, klar, dass das nehmen wird. Und gleich beide. Weil sonst hätte sie sich ja jetzt schon längst eingemischt. Haha. Zieh Leine, hab ich doch gesagt. Er steht, ja. Haben wir noch eine Stage? Ja, haben wir noch. Warum auch immer wir jetzt die Plätze tauschen. Von mir aus. Hinterher, Leute. Ein Piccolo ist weg, toll. Aua, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jo. Leute, ich werde hier von zwei Leuten angegriffen. Kann doch nicht sein. Ja. Lalilala. Oh, auf einmal ist er da drin. Auf einmal zum Boden. Wow. Klar, dreht sich um mit einer Schelle. Mhm. Nein, habe ich gesagt. Jetzt wird C17 auch damit spielen. Haltet ein bisschen. Wo ist denn der jetzt hin? Der war beim Bewegen. Ekelhaft. Nein, ich hab schon gar keine Ahnung. Haha, das ging daneben. Ich glaube auch, ich werde nichts auslösen hierbei. Ja. Der ultimative Gohan ist nicht gut. Ich hoffe, das machen die im zweiten Teil besser. Mir fehlt das Feeling von Budokai Tenkaichi 2 und 3 zum Beispiel. Was? Ich hab's doch ausgelöst. Warum das denn jetzt? Böse? Ja klar, böse. Die auch noch? Nö. Ja, und ich hab keine Energie. Nein, nein, nein. Ich habe ihm noch keinen Schaden hinzugefügt. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben Schuh 2 ist gleich schon besiegt. Einmal noch. Ja, dürfte ich auch noch ausweichen.
Zieh Leine. Tja, der macht halt noch was. Kein Schaden. Kommt mir bekannt vor. Aber anders habe ich gerade keine Chance. Besonders wenn beide Bots gleich tot sind. Mit dieser Yamshu. Nein! Komm schon bitte. Rette mich. Ach, Kacke. Also, ultimativ, Gohan ist scheiße. Jo. Ja, Energiefeld, cool. Aber der ist richtiger Mist.